Grüß Gott. Gibt es eigentlich einen Rabatt im Krematorium, wenn man an Verbrennungen gestorben ist? Prächtig standen sie ihr, als ob sie die Morgenröte um ihr Flachshaar gewunden hätte. Und ihre lichtblauen Augen flammten in solcher Freude, dass sich ein veilchenblauer Schatten von ihnen auf das erglühte Gesicht legte. Sie lächelte sich zu, und so schön war sie, und solche Jugend, solche Gesundheit strahlte sie aus, dass die Menschen nach ihr schauten. Eine vom Herrenhof in Tracht, oder was? Tuschelte man. Sie betrachtete sich lange und nahm mit einem schweren Seufzer das Tuch ab, doch fing sie an, darum zu handeln, denn obgleich sie das Geld nicht hatte, tat sie so, um nicht noch länger daran sich freuen zu können. Sie ernüchterte sich schnell, als die Handelsfrau 5 Rubel sagte, und selbst Boryna wurde eifrig, um sie wegzulocken. Sie blieben noch vor den Perlschnüren stehen, von denen es eine Menge gab. Dass es schien, als ob die ganze Bude mit kleinen Edelsteinen benäht wäre. Sie leuchteten und funkelten, dass es schwer war, die Augen abzuwenden. All die gelben Bernsteine, die wie aus duftendem Harz geformt waren, all die Korallenschnüre, wie aufgefädelte Blutstropfen, die Perlen weiß und groß wie Haselnüsse und andere aus Silber und Gold. Jagusch probierte nicht nur eine an, sie wählte und wählte zwischen ihnen herum, und am schönsten bedünkte sie eine Korallenschnur. Sie umwickelte 4-mal ihren weißen Hals damit und drehte sich zum Alten hin. »Guck mal her, na?« »Die stehen dir schön, Jagusch. Korallen sind mir aber nichts Neues, denn in meiner Lade liegen noch 10 peitschenlange Schnüren von der Seligen her. So groß wie Felderbsen sind die«, sagte er mit Bedacht, wie von ungefähr. »Was hab ich davon, wenn sie nicht meine sind?« Sie schleuderte jäh die Perlen weg und ging finster und traurig weiter. »Jagusch, lass uns nur erst ein bisschen niedersetzen.« »Aber es ist doch Zeit, ich muss nach der Mutter sehen. Fürcht dich nicht, sie fährt dir nicht weg.« Sie setzten sich auf eine herausragende Wagendeichsel nieder. »Fein großer Markt dieses Jahr«, sagte Boryna nach einem Augenblick, sich auf dem Marktplatz umschauend. »Natürlich, nicht klein.« Sie blickte noch leidvoll zu den Krambuden hinüber und seufzte vor sich hin. Aber die Traurigkeit fing schon an nachzulassen, denn sie sagte, »Die Gutsherrenschaft, die hat es gut. Ich habe die Gnädige aus Wola gesehen mit den Töchtern. Die haben sich so viel gekauft, dass ein Lakai hinter ihnen her die Sachen tragen musste. Das geht so jeden Jahrmarkt. Ist einer auf allen Märkten zugange, dem reicht's nicht lange. Denen reicht's schon. Solange die Juden was geben«, warf er hilfknifflig ein, so dass Jagusch sich nach ihm umdrehte und nicht wusste, was sie ihm darauf antworten sollte. Der Alte aber fragte leise, ohne sie anzusehen, »Waren sie mit Schnaps bei dir, Wojtek Michael, was, Jagusch? Sie sind gekommen und gegangen. So ein Döskopf und dennoch Braut bitter schicken«, lachte sie auf. Boryna stand rasch auf, zog hinter dem Brustlatz ein Tuch hervor und noch irgendetwas in Papier gewickeltes. »Halt mal das, Jagusch, denn ich muss nach Antek sehen. Ist er denn auf dem Jahrmarkt?« Ihre Augen wurden lebhaft. »Beim Getreide ist er geblieben, dort in der Straße. Nimm dir das, Jagusch, das ist für dich«, fügte er hinzu, als er sah, dass Jagner erstaunt das Tuch beäugte. »Mir gebt ihr das? Wirklich für mich? Jesus, ist das fein«, schrie sie, das Band loswickelnd, »gerade dasselbe, das ihr so gefallen hatte. Ah, ihr spaßt wohl mit mir. Wofür denn? So viel Geld und das Tuch ist reine Seide. Nimm, Jagusch, nimm, für dich habe ich's gekauft. Und wenn einer von den Burschen dir zutrinken will, dann tu keinen Bescheid. Was sollst du dich eilen? Und ich muss nun gehen.« »Meins ist es? Das ist Wahrheit?« »Was sollte ich dir da was vorzigeunern? Ich kann es doch nicht glauben.« Sie breitete immer wieder das Tuch aus und das Band auseinander. »Bleib mir Gott, Jagusch. Gott soll's euch vergelten, Matthäus.« Boryna ging. Jagner breitete noch einmal alles vor sich aus und besah es. Mit einem Male raffte sie es zusammen, um ihm nachzulaufen und es ihm wiederzugeben. Wie sollte sie von einem Fremden sich was schenken lassen? Nicht einmal verwandt oder mit der Mutter verschwägert war er.
aber der Alte war nicht mehr zu sehen. Sie ging langsam davon, die Mutter zu suchen, und befühlte behutsam und mit Behagen das hinters Mieder geschobene Tuch. Sie war so erfreut, dass ihre weißen Zähne nur so beim Lachen blitzten und die Wangen glühten. Jaguscha, um der Barmherzigkeit willen, arme Weise, liebe Menschen, wahrhaftige Christen, Ave Maria für die toten Seelchen, Jaguscha. Jagna kam zu sich und blickte umher, wer sie wohl gerufen haben konnte und von wannen die Stimme käme. Bald wurde sie Agathe gewahr, die an der Klostermauer auf einem Strohhäufchen saß, da der Schmutz an dieser Stelle bis über die Knöchel hing. Sie blieb stehen, nach einer kleinen Gabe suchend, und Agathe erfreute die Begegnung mit einem aus dem Heimatdorf, machte sich eifrig dran, sie auszufragen, wie es da wohl in Liptsche ginge. »Seid ihr schon weit mit dem Kartoffelausnehmen?« »Ganz und gar. Wisst ihr nicht, was es bei den Klemms gibt?« »Haben euch auf den Bettel in die Welt gejagt, und ihr seid noch begierig auf sie. Weggejagt oder nicht weggejagt. Selbst ich hab mich fortgemacht, weil's nötig war. Wieso denn auch? Umsonst werden sie mir meine Ecke geben oder zu essen, wenn sie es selber nicht dick haben. Und begierig bin ich auf sie, von wegen der Verwandtschaft. Und wie ist es mit euch? Wie ich so gehen muss, von Kirche zu Kirche gehe ich, von Dorf zu Dorf, von Jahrmarkt zu Jahrmarkt, und bitt mir bei guten Leuten hier und da ein Eckchen, einen Löffel Suppe aus, oder auch Geld. Die Menschen sind gut, lassen nicht den Armen Hungers sterben. Nein. Wisst ihr vielleicht, sind bei den Klemms alle gesund?« fragte sie schüchtern. »Sie sind gesund, und ihr? Seid ihr nicht krank?« wie man's nimmt, in der Brust zieht's mich immer, und wenn mich die Kälte ankommt, dann spuck ich lebendiges Blut. Nicht lange mach ich's schon, nicht mehr lange. Wenn man noch unterm Frühjahr durchhält und ins Dorf hereinkam, so dazwischen seinen Leuten sterben. Darum bitte ich das kleine Jesuskind, einzig darum.« Sie breitete die mit Rosenkränzen umwundenen Arme, hob das verweinte Gesicht und begann so inbrünstig zu beten, dass sie die Tränen aus den geröteten Augen quollen. »Sprecht ein Gebet für Väterchen«, murmelte Jagner und steckte ihr ein Geldstück zu. »Das wird für die sein, die im Fegefeuer sind. Für die unsrigen bete ich auch schon so immer zu und bitte zum lieben Gott für die Lebendigen und die Toten. Jagusch, und haben sie nicht mit Schnaps geschickt? Sie sind schon gekommen. Und keinen hat sie ausgesehen? Keinen. Bleibt mir Gott, und im Frühjahr guckt zu uns rein«, sagt sie noch schnell und ging zur Mutter, die sie in der Ferne mit den Organistenleuten daherkommen sah. Burina jedoch kehrte langsam zu Antek zurück, zum Ersten, weil es ein großes Gedränge war, zum Zweiten, weil ihm Jagusch immerfort in seinen Gedanken stand. Aber bevor er hinkam, traf er den Schmied. Sie begrüßten sich und gingen schweigend nebeneinander her. »Wollt ihr mir nur aber endlich mal zum Schluss kommen, hä?« fing der Schmied scharf an. »Womit zum Beispiel? Dasselbe hättest du mir auch in Liptsche sagen können.« Der Ärger überkam ihn. »Die ganzen 4 Jahre wachte ich doch schon. Und den heutigen Tag musst du dir aussuchen, dann warte deine 40, bis ich wegsterbe. Selbst die Leute raten mir schon, dass ich beim Gericht petitioniere. Aber petitionier du, ich kann dir auch noch dazu sagen, wo man die Klagen schreibt, und werd dir für den Schreiber einen Rubel geben. Aber ich denke, dass wir im Guten uns einig werden.« Drehte der Schmied schlau bei. »Das ist wahr. Wenn's nicht mit Krieg, versucht man's mit Frieden. Das begreift ihr selbst nicht schlecht. Ich brauch da weder Krieg noch Frieden mit dir. Das sage ich immer meiner Frau. Als Erster, dass der Vater für die Gerechtigkeit ist. Jeder holt die Gerechtigkeit hinzu, der sie als Gevatterin braucht. Ich brauch das nicht, denn ich weiß nichts von Schuld«, sagte er hart, so dass der Schmied klein wurde, da er ihm von dieser Seite nicht beikommen konnte, und als ob nichts geschehen wäre, sagte er in einem ruhigen und bittenden Ton: »Ich würde einen trinken. Wollt ihr spendieren?« »Gewiss, warum denn nicht? Wenn so ein piekfeiner Schwiegersohn bittet, dann gibt man auch selbst eine ganze Quacht aus«, höhnte er etwas in die Eckschenke eintretend. Dort war auch schon Ambrosius da, aber er trank nicht und saß mürrisch und trübsinnig in der Ecke. »In den Knochen reißt es mich manchmal. Wir kriegen gewisslich schlechtes Wetter«, klagte er. Sie tranken ein- und zweimal, aber schwiegen sich an, denn sie hatten genug Wut aufeinander in den Eingeweiden. »Wie auf einem Begräbnis trinkt er da herum«, ließ sich Ambrosius vernehmen. »Mit Recht. Giftig.
dass sie ihn nicht mit aufgefordert hatten, denn er hatte seit früh noch so gut wie nichts im Magen. Wie soll man da reden? Der Vater verkauft heute so viel, dass er aufpassen, wenn er wem er das Geld auf Prozent gibt. Matthäus, ich sag es euch, Matthäus, dass unser Herr Jesus...